bin ich froh, ey. Du auch verdammt sexy. Hi, ich bin sexy. Desperate Studios. Hey, yo, ich bin ein cooler alter C64er. Hi, ich bin's, die Amiga. Alter Computer. Und ich glaube, ich bin schwanger mit dem PC. Pisst euch! Entschuldigung, ihr Pisser, ihr dummen Sausäcke, Fotzen, Arschpisser, Missgeburt, Ruhekinder! Ich bin's, der Tourette Gamer, und heute spielen wir ein Retro-Spiel! Scheiße! Mach die Scheiße da weg! Ja, Wichser! Hallo! Atti! Der Atti ist auch da. Ja, willkommen. Und die Musik wird jetzt laut werden. Sekunde bitte. Braucht man nicht. Weg damit. Mach die Scheiße weg, du Drecksau, du alte Fotze, du blöde Sau, Mensch, ne. So. Entschuldigung. Hallo, ich bin's, der Tourette Gamer. Und ja, ich lebe noch. Und nein, dies wird kein Let's Play oder so von The Movies, Stunt and Effects. Dies wird ein Video, in dem ich sage, hallo, ich bin noch da, ich lebe noch. Und wenn ihr möchtet, können wir vielleicht in Zukunft mal ein bisschen The Movies spielen zusammen. Aber dafür brauche ich Kommentare unter diesem Video. Ansonsten mache ich das nicht. Vielleicht mache ich es auch, wenn ich sehe, oder klicken schon mal so ein paar Leute das Video an. Ja, The Movies ist ein Spiel von Peter Molyneux, keine Ahnung, ey. Wie heißt denn der Typ? Peter, ich kann den Namen nicht aussprechen, weil der ist so kompliziert. Der Schöpfer von Populous dachte sich einfach mal, ja, ich bin Populous-Schöpfer, da kann man Gott spielen. Dann, tja, erinnert mich das an Hollywood. Warum mache ich nicht mal ein Spiel, in dem die Leute mal ein Hollywood-Filmstudio gründen und führen müssen und macht das Ganze mal auf eine Art und Weise, wie es sich eigentlich für so eine, ja, für so eine Wirtschaftssimulation gar nicht gehört. Also Wirtschaftssimulation kann man das ja sowieso nicht nennen. Das ist eher so eine Art Kleinkindergartenspiel. Ziemlich easy zu bedienen, ziemlich einfach zu spielen. Ich habe hier auch noch nie verkackt. Und wir spielen einfach mal heute ein neues Spiel. Fang mal neu an. Ich könnte auch hier weitermachen, sehe ich gerade. Genau, ich habe nämlich auch schon mal hier das Spiel so ein bisschen gespielt. In den ganzen Jahren, die es das schon gibt, immer wieder mal. Es ist kein schlechtes Spiel, aber es ist viel zu einfach, leider. Aber man muss sich hier um viele Sachen kümmern. Halt die Fresse, Vogel, ey. Boah, da rastet euer Tourette gerne mal so richtig aus, wenn der nicht die Klappe hält da vorne. Drecksau, du. Ja, erstmal geht es darum, dass wir unsere tolle neue Hollywood-Film... Halt die Klappe da. Unser Hollywood-Filmstudio erstmal benennen müssen. Halt die Fresse, jetzt reicht mir echt gleich. Boah. Alles ist gut. Unser Studio, ja, wir nehmen natürlich das allsehende Auge der Illuminaten, was ja auch so für Hollywood steht, ne? Ihr wisst ja, die ganze Hollywood-Scheiße, Hollywood wird ja regiert von den Illuminaten, die irgendwie durch Hollywood versuchen, die ganze Welt zu indoktrinieren und wollen uns alle versklaven und eine einzige Weltregierung und ihr wisst schon alles Bescheid. Ah, klar, sicher, ihr guckt doch Verschwörungstheoretikern auf YouTube zu. So, unser Studio heißt deshalb I... Muss ja irgendwas Interessantes, Fiktives sein, was es noch nicht so gibt. Illumination Pictures. Ach nee, das gibt es ja. Haben die nicht gerade diesen komischen Mist fabriziert mit den einäugigen Minions? Die sind doch teilweise einäugig. Oh, unsere Kinder, die holen sich unsere Kinder. Die versuchen denen irgend so einen Scheiß in die Gedanken einzuspülen. Ihr versteht schon. Scheiße. Es gibt die Illuminaten wirklich. Mein Gott. Wir nennen uns trotzdem so. Illumination Pictures. Ja, warum nicht? So, mein Name ist Simon. Wer hat denn so einen bekackten Namen, ey? Ich bin der Toretti, wie immer. So. Skip Tutorial? Nein, wir wollen das Tutorial auf jeden Fall haben. Weil ich finde das Spiel so dermaßen kompliziert eigentlich. Man könnte, das ist wirklich, das ist, ihr werdet es gleich sehen, ne? Das Spiel ist auf Englisch und ich kann ja kein Englisch, deshalb übersetze ich einfach mal die Texte nicht. Wie das so üblich ist bei einem vernünftigen Let's Play hier auf YouTube. Macht doch eh die Hälfte von den Kack-Idioten. So.
Willkommen! Welcome to the dawn of the movie. Ja, dann kannst du das ja vorlesen. The year is 1920. Halt die Fresse. Willkommen zum tollen, grandiosen Start der Filmindustriegeschichte. Wir schreiben das Jahr 1920 und du und dein neues Studio, hast in deinen Händen so quasi die Möglichkeiten, damit Erfolg zu machen. Mein Englisch ist schlecht und ich werde dich jetzt hier mal versuchen zu begleiten. Du musst auf jeden Fall eins der größten Movie-Studios der Welt werden und dafür musst du die berühmtesten Stars einstellen, die besten Filme drehen und du musst die Charts natürlich rocken. Ja, und am Ende gibt's immer die tollen Golden Globes oder so eine Kacke und die musst du natürlich alle gewinnen. Ja, du kannst auch totale Wannabes und Nutten kannst du einstellen als Stars, aber das macht wenig Sinn, weil die können keine guten Filme drehen. Ja, dann mit jedem Preis, den du kriegst, werden auch dein Erfolg wird damit auch gesteigert und es kommen die Superstars von rivalisierenden Companies, also irgendwelchen Filmstudios zu dir und wollen Sex. Ich bin zu langsam, ich kann einfach kein Englisch. Deswegen besuch doch mal meinen englischen Kanal. Der ist bestimmt witzig. So, willkommen zum neuen Movie Studio. Left click this bubble to continue. Wisst ihr was? Ich habe schon keinen Bock mehr auf das Spiel. Ich höre es auf. Ich wollte nur mal sagen, hallo, ich bin immer noch am Leben. Ich bin der Tourette Gamer. Ihr könnt mich mal alle mal am Arsch lecken. Ich mache nämlich jetzt Urlaub für ein paar Tage. Und in der Zeit gibt es natürlich auch immer noch keine Videos. Aber wenn ihr sehen wollt, ob ich tatsächlich dieses Spiel hier spiele und wenn ihr das machen mit mir zusammen tun wollt, dann schreibt doch Kommentare, die ich eh nicht lese, weil ich Urlaub mache. Ich sag euch jetzt am besten noch, wo ich Urlaub mache und dass ich Urlaub mache, weil dann könnt ihr bei mir zu Hause einbrechen. Scheiße, ich hab euch ja gesagt, dass ich Urlaub mache, ey, fuck, ey. Ah, zum Glück wohne ich nicht alleine, ich bin nämlich in der Psychiatrie und da sind auch noch andere Verrückte. Also, wenn ihr das sehen wollt, dieses Let's Play von diesem Kackspiel, dann schreibt das unten unter dieses Video jetzt. Und ich mache jetzt mal aus, weil wir spielen dann ein anderes Mal weiter, wenn ich zurück bin. So. Und jetzt schließe ich mich dem ISIS an und geh Leute abknallen. Macht's gut, bis bald. Tschüss. Tschüss. Eins. Juhu. Tschüss. Oh, Entschuldigung. Ach, ich trinke wieder Cola, ey. Das passiert mir dann immer, ey. Entschuldigung. Ja, hallo, ich bin's, der Tourette Gamer und heute sitze ich unbequem in meinem Stuhl. Ja, ich sitze unbequem, ich hoffe, ihr sitzt bequemer vor eurem Bildschirm und habt nichts Besseres zu tun, als zu gucken, wie ich dieses alte, verkackte Zombie-Spiel spiele. Habt ihr das gerade gesehen? Das ist ja mal richtig toll. Kann man hier Zombie-Filme drehen? Ja, das ist natürlich dann mein Steckenpferd. Wir spielen The Movies. Geh mal zurück jetzt hier. So. Stunts and Effects und ich glaube, ich lade mal das Spiel Tschüss 1. Okay. Wir spielen als Illumination Pictures, wie ihr wisst. Wir sind die Illuminati und versuchen natürlich die Menschheit zu erleuchten. Oder zu verdummen, zu versklaven. Warum ist das so laut? Das ist mir zu laut gerade. Moment mal. Audio Options. Warum ist denn das so laut? Verdammt nochmal. Okay. Oder? Ja, ihr möchtet ja auch was vom Audio hören, oder? Glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ihr das Audio hören wollt. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, wie alles andere auch, wenn ihr vielleicht gerne bei diesem Spiel ein Schauspieler sein wollt in einem Studio oder ein Director oder vielleicht auch nur jemand, der hier irgendwie sauber macht. Es gibt ja auch Leute, die finden das toll, sowas zu sein. Ich nicht. Dann müsst ihr das einfach in diese Kommentare da unten schreiben. Ja, schreibt hin, wie ich euch im Spiel hier benennen soll. Ansonsten nehme ich nämlich Namen von irgendwelchen abgewrackten, abgehalfterten, ausrangierten, ehemaligen Hollywood-Stars oder was mir gerade sonst so einfällt. So, wir beginnen unser Spiel im Jahr 1920 mit $150.000. Das ist nicht viel für ein Filmstudio. Und ich kann mir irgendwie nicht ganz vorstellen, dass sie damit großartig Erfolg haben sollen. Falls das jetzt bei euch hier nicht so schön aussieht, das Spiel, das liegt daran, das Spiel ist alt. Es sieht auch wirklich nicht schön aus. So. Ja, willkommen zu unserem neuen Filmstudio. Left Click. Toll. Okay,
Okay, also. Okay, jetzt müssen wir ein paar ganz wichtige Sachen hier machen. Das Tutorial ist totale Scheiße, weil damit bauen wir uns hier die, die Sachen hin und uns fehlen die Möglichkeiten, uns das Studio so zu bauen, wie wir es eigentlich haben möchten. So, das ist die Stage School. Wie kann man die denn drehen, die Stage School? Hallo? Geht das nicht? Hallo? The first building, that's it. Now left click on the sparkling facilities branch and then select the stage school. Ja, ist klar, aber wie kann man diese blöde Stage School drehen? Ich hab keine Ahnung. Ach so, okay, gut. Stage School ist eine Sache, die braucht man wahrscheinlich dringend. Und ich habe vor, ich möchte mir gerne so ein bisschen, ja, ich möchte das einfach mal vernünftig bauen. Ich habe bisher das nie geschafft, so ein Filmstudio auch schön aufzubauen. Es war immer so zugeklatscht. Man sieht hier vielleicht nicht gerade, ja doch, man hat hier nicht so viel Platz. Und man kann den Platz auch nicht erweitern, jedenfalls weiß ich da nichts von. Das heißt, ich sollte schon irgendwie aufpassen, wie ich hier baue. Und deswegen möchte ich eigentlich gerne zumindest einen ganzen Bereich in der Mitte oder so am besten reserviert haben für meine ganzen Filmsets. Und hier den Eingangsbereich, da setze ich mir die Sachen hin, die man eigentlich so an so einem Eingang auch erwartet. Eine Stage School. Ein Builder, ja. Jetzt brauchen wir einen Builder. Ein Bauarbeiter. Irgendjemand, ne, muss ja die Drecksarbeit für uns erledigen. Hier sind ja hier die großen Bosse in Hollywood. Ja, wo sind denn jetzt hier die Sklaven? Wer ist denn jetzt was hier? Naja, sag mir doch nicht die ganze Zeit, was ich machen soll, ey. Weiß ich selber. Ich möchte eigentlich erstmal gucken, was du bist für ein Typ hier. Ach, egal. Okay. Ja, das sind unsere Bauarbeiter. Wie auch immer, die bauen unsere Gebäude und so. Wir brauchen aber gleich eh noch einen Janitor. Das ist Jane Hill. Ja, fürs Putzen nehme ich natürlich eine Frau, weil die können das besser. So. Bitteschön, du bist jetzt unsere Putzkraft. Du kannst uns die Toiletten gleich putzen. So, ja, dann klicken wir jetzt mal hier. Soll ich auf die Bubble klicken? Okay, das ist wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig. Das Casting Office ist mit das wichtigste Gebäude im ganzen Spiel. So, ich würde sagen, das Casting Office machen wir auch direkt an den Eingang. Am besten das wirklich sofort hier hinklatschen. Da bauen wir es hin. Sehr schön. Jeder unserer Filmprojekte braucht natürlich eine Crew. Und dafür brauchen wir eine entsprechende Einrichtung. Die Crew Facility. Ja, das ist also der Platz, wo wir unsere Filmcrew anheuern. Okay. Wiederum eins der Gebäude, was ich direkt an den Anfang positionieren möchte. Mal gucken, wo wir das hinsetzen am besten. Ich würde fast sagen, wir machen es hier mal so richtig eng. Ja, so richtig eng. Der Witz war gut. So. Hallo. Ich weiß nicht, ob das hier... Das sieht irgendwie alles so scheiße aus dann. Nee, doch. Oder? Wir könnten es auch hier hinsetzen. Nee, dann, wir brauchen hier irgendwo einen Durchgang noch gleich. Ich möchte schon ein bisschen Eingangsbereich hier haben, das ist wichtig. Es muss auch schön aussehen. So, und dann setzen wir es hier hin. Okay. Okay. Ja, die nette Frau, die ist übrigens unsere Beraterin. Falls ihr es noch nicht gemerkt habt, sagt uns, wir sollen noch eine... Nee, Frauen können nichts bauen. Du bleibst mal da, du kannst gleich als Putzkraft anfangen. Wir sollen einen neuen Bauarbeiter einstellen. Dann machen wir das doch. So. Ja, jetzt brauchen wir nämlich unser erstes Set. Das ist gut. Okay, das ist einfach ein... Das ist ja kein Set, ey, das ist nix. Ah ja, das ist ideal, um
Comedy-Rollen zu üben, einzutrainieren. Das ist schön, aber kann man hier nicht weiter rauszoomen? Das ist ja schon mal eine Sache, die stört mich ziemlich gerade. Dass man hier nicht weiter rauszoomen kann, weil ich würde gerne genau mittig das Ganze platzieren, aber geht anscheinend irgendwie nicht gerade. So, ist egal, wir setzen das hier hin. So. Okay, jetzt brauchen wir noch ein Produktionsbüro, damit wir auch anschließend unsere Filme veröffentlichen. Das klingt gut. Und damit haben wir dann schon alle Gebäude, die man so großartig braucht am Anfang. Das wiederum jetzt würde ich jetzt ein bisschen anders platzieren wollen, nämlich, obwohl das ist ja auch gut hier. Das ist aber zu eng. Ah, oder, nee, Moment. Halt. Moment. Das könnten wir theoretisch ja wirklich hier hinsetzen, ne, oder? Nee. Ich mache es einfach anders und, hey, dreh dich. Ich setze das quasi direkt hier dran. So. Exzellent. Ja, Frau, ey, darf ich vielleicht einfach mal zur Ruhe kommen? Ich würde das gerne selber alles hier machen. Ja. Genau, jetzt müssen wir hier ein paar Wege platzieren. Das ist gut. Ja. Ist toll, warum musst du mir eigentlich alles sagen, was ich selber weiß? Blöde Kuh, ey. Ja, wir müssen jetzt hier einen Weg festlegen. Ihr seht schon, das ganze Spiel ist einfach ein bisschen, erinnert irgendwie an eine Mischung aus Rollercoaster Tycoon 3 vielleicht und The Sims irgendwie ein bisschen. Es ist eigentlich wahr, sagen wir mal so, wahr, weil es ist schon schade, dass das Spiel nicht mehr weitergeführt wird. Kein schlechtes Spiel. Also ich kann da jetzt nicht sagen, dass das Spiel nicht gut wäre. Oder gut war. Es ist einfach ein etwas eigensinniges Spiel. Allein schon, man merkt das ja, hier ist nicht, dass man sich durch Menü klickt und so Sachen. Das gibt's hier alles nicht. Es ist alles ein bisschen anders bei dem Spiel. Ja, ist okay, Frau. Sag mir nicht, was ich zu tun oder zu lassen habe. Ey, da krieg ich immer die Krise. So, hier führt ein Weg runter. So. Den lasse ich auch erstmal einspurig. Ne? Einspurig reicht erstmal. So, das sieht noch scheiße aus, ich weiß, aber das wird sich alles im Laufe der Zeit hier verschönern. So. Jetzt muss ich hier klicken. Ja, genau. Meine Schauspieler, meine Producer und alle müssen sich wohlfühlen natürlich. Und dafür werde ich sorgen, indem ich meinen Park auch hübsch verziere. Ja. Okay, so, dann haben wir nämlich hier. Ja, ist gut. So, wir machen das erstmal hier vor jedem Eingang. Ja, das ist schön. Da ein Baum. Ja, ist okay. Was ist das? Ah, ein Beet, ein Blumenbeet. Das ist schön. Das möchte ich aber eigentlich nicht haben hier. Naja, wir machen hier Blumenbeete. So. Ja, sieht gut aus. Gut, ich bin zufrieden. So, fürs Erste aber nur. Was haben wir hier? Nee, das kommt alles noch. Das ist alles noch nicht wichtig. Alles noch nicht wichtig. So. Okay, es ist Zeit dann für irgendwas anderes. Excellent. The studio is now ready. Carry on improving things if you wish. And when you're ready, you can open the studio. Hm? Wie bitte? Mein Studio ist noch nicht eröffnet? Are you ready to open the studio? Ja, das ist jetzt echt eine Frage, hör mal. Kann ich gar nicht so beantworten. Also ich finde ja eigentlich nicht, weil ich mir das überlege. Nee. Guck mal, hier fahren überall dieselben Autos. Das ist ja toll. So. Es ist schon irgendwie... Ich weiß es nicht. Also, hier ist das Gebäude. Da müssen wir gleich unsere Schauspieler und unsere Director erstellen.
hier das Gebäude war das Casting Office. Darf ich das mal sehen? Danke. Genau, hier legt man die Sachen fest für den Film. Hier wird nachher veröffentlicht und hier machen wir eine Crew. Und mehr auch nicht. Das ist ein bisschen wenig, aber ich würde sagen, wir klicken mal hier drauf. Oh, oh, da weht die. Da. Seht ihr es? Das allsehende Illuminatenauge ist da. Naja, aber nicht in einer Pyramide. Das heißt, wir sind noch nicht dabei, die Welt zu erobern. So, even the local radio is talking. Ah ja, im Radio sind wir auch. Schön. Jetzt ist natürlich die Frage, was als nächstes und natürlich in einer Filmsimulation oder Filmsimulationsspiel brauchen wir jetzt erstmal Schauspieler. Gut, die Grafik von dem Spiel ist mal richtig scheiße, wenn ihr das seht. Es ist nämlich noch kein 16:9 Format hier. Das heißt, es wird alles ziemlich gestreckt. Ich muss mir auch überlegen, ob ich das nachher überhaupt so auf YouTube stelle. Ja, Wannabes, da kann ich viele nehmen. Wenn ich da selber stehen würde, würde ich mich als Ersten nehmen, aber naja. Ja, Moment, klar. Das ist ein Action- und ja, ein Action-Schauspieler, der ein bisschen Comedy kann. Der hat eine gute Physik und sieht durchschnittlich gut aus. Der liebt es zu essen und zu saufen. Und das ist schon mal perfekt. Denn du, Richard Park, wie auch immer, du bist eingestellt. Ja, genau. So, unsere Schauspieler müssen gut aussehen. Die anderen nicht. Ich weiß jetzt gerade nicht, warum ich den Namen nicht ändern kann. Wahrscheinlich kommt das noch. So, wer ist denn unser Producer dann? Das Witzige ist, ich kann auch theoretisch hingehen. Das habe ich oder mache ich nachher sowieso. Weil nachher gibt es einfach kein Personal mehr. Dann nehme ich einfach hier von denen, nämlich hier. Dann nehme ich mir so einen Bauarbeiter oder so eine Putzfrau und mache die zum Hollywood-Star. Und das ist toll, weil es ist ja in Wirklichkeit auch so. Nee, Quatsch. Der hängt da am Baum faul rum, das ist gut. So. Looks ist egal. Wir brauchen niemanden mit guten Looks. Wir brauchen niemanden mit vernünftig Talent hier. Keiner von euch beiden hat Talent. Die hat Talent, wow. Aber das ist eine gute Schauspielerin. Ja, ich nehme... Nee. Ich weiß nicht. Wir nehmen jetzt einfach hier die hier, weil die kann Horrorfilme machen. Du bist jetzt ab jetzt ein Director. Ist das toll? Freust du dich? Ja, ich glaube, sie freut sich. Was ist das denn jetzt hier? Ach so. Okay. Genau. Ja. Jeder tolle Film startet mit einem großartigen Drehbuch und unsere Drehbücher, die liegen einfach irgendwo auf der Straße. Wir haben ja gar keinen richtigen Eingang hier, Moment. Ja, halt die Klappe, lass mich erstmal einen Eingang hier machen. So, ich brauche einen vernünftigen Eingang, wo anders? Da. Unsere guten Drehbücher liegen hier auf der Straße, wie man sieht. So, warum ist denn hier... Keine Ahnung. So, wir machen das. Einmal hier. Keine Ahnung. Wir lassen es einfach so. Hier kann man nachher irgendwas hinbauen. Vielleicht irgendwie ein paar Fressbuden oder so. Wie auch immer. Auf jeden Fall müsste das gerade sein. So, wir haben jetzt hier ein Drehbuch. Ja, das ist typisch Peter Molyneux. Ihr wisst schon, der Peter. Das Peter. Ich weiß gar nicht, wie man den Namen richtig ausspricht. Ich kann kein Französisch, so wenig wie ich auch Englisch kann. Und aber das war ja auch schon in Fable. Nachher, also kam es. Da war der so stolz drauf, dass man in Fable dann immer diesen Sternen folgt. Ich weiß nicht, was der Typ sich für LSD geschmissen hat in seiner Kindheit oder so. Jugendzeit. Aber Sterne, den er folgt, das hat ihm irgendwie, ich weiß nicht, das macht ihn wohl irgendwie heiß oder so. Den Peter, der das Spiel hier gemacht hat. So, Beginn Casting. Okay, your movie now needs a cast and a director. Okay.
Ja, mein neuer Director. Das dürfte hier die Frau sein. Ja. Kommst du bitte mal? Ich habe einen Auftrag. So, die setzen wir jetzt hier auf den Director-Posten. Wir können die natürlich auch die Lead-Role spielen lassen. Glaube ich. Ich meine, es geht auch, dass man Director auch Rollen spielen lässt. Können wir gleich mal mit Uwe Boll probieren, weil der kommt auf jeden Fall in mein Spiel hier rein. Ich weiß nur nicht genau, ob als Schauspieler, aber wenn ich einen talentfreien Schauspieler brauche, wäre das natürlich auch eine Option. So, jetzt kommt unser Superstar. Der hat auch noch einen falschen Namen. Den werden wir gleich natürlich, umbenennen. Das finde ich auch so witzig, die Geräusche, wenn man an den Leuten rumzerrt. Naja, so. Schmeißen wir jetzt hier in unsere Lead Role. The stars have now started rehearsing the script. Ja. This will help boost the final quality of the movie. Okay, die werden sich jetzt mal das Skript reinziehen und sich damit anfreunden. Ich mache mir eine Zigarette an, das ist die letzte für diese Session. Wir spielen nämlich nur, weiß ich nicht, 20, 30 Minuten heute, wenn ihr einverstanden seid. Weil ich habe gemerkt, eure Aufmerksamkeitsspanne dauert so 2,5 Minuten und dann ist Schluss, weil so lange dauert es, so lange werden meine Videos hier auf dem Kanal im Durchschnitt geguckt. 2,5 Minuten. Also wollte ich eigentlich jetzt schon so 20, 25 Minuten aufnehmen und dann davon jeweils 2,5 Minuten Parts machen. Das wäre doch mal was, ne? Jedes Mal eine Werbung davor platzieren. So muss das eigentlich richtig sein, wenn man sich hier kommerziell auf YouTube richtig betätigen möchte. Tue ich natürlich nicht. So, komm, jetzt mach mal hinne hier. Ach so, ich muss da drücken. Entschuldigung. Oh. Crewmembers. Wo sind die denn? Wo finde ich? Oh, hier. Ha. Wie viele brauchen wir denn? 2 Stück brauchen wir. Wir nehmen Leute, die nicht erfahren sind. Ich möchte... Wir sind alle nicht erfahren. Das ist gut, weil... So, komm rein. Ich möchte natürlich hier meine Superstars von klein auf begleiten und großziehen, so wie es auch Disney macht mit Hannah Montana und Britney Spears und den ganzen anderen abgewrackten, drogensüchtigen, suizidgefährdeten Opfern. Weil ich bin der Illumination Pictures, ich darf das. So, okay. Was jetzt? Place it in the shoot it room. Ah ja, wie denn? So rüber. Okay. Gut, das ist unser erster Film. Tja, das wird natürlich kein Erfolg. Guckt euch das mal an. Ganz ehrlich, da ist ja sogar mein Zuhause hier besser geeignet. Also, ich habe sogar noch einen Greenscreen. Aber der war zu der Zeit ja noch gar nicht in Planung. Da hat man noch nicht dran gedacht, dass es sowas jemals geben wird. Bla bla bla. Wo denn? Hier. Moment, da. Ja, unsere Directorin, so, die ist auf dem Weg. Und unser Richard Park, der Schauspieler, der zieht sich um. Sehr schön. Was ich jetzt ein bisschen blöd finde, und darum spielen noch die meisten Leute, also ich habe eigentlich ziemlich wenig an Let's Plays von diesem Spiel hier auf YouTube gesehen. Schon gar keins auf Deutsch. Ich bin vielleicht der Einzige, der das auf Deutsch spielt. Weiß ich nicht. Könnte sein. Ich habe jedenfalls selbst keins gefunden. Und ja, ist gut, Frau. Du laberst mir die ganze Zeit immer dazwischen. Meine Güte, ey. Ja. Nee, auf jeden Fall ist es wirklich so, die spielen das Tutorial nicht. Weil hier wird man verdammt eingeschränkt. Normalerweise könnte ich am Anfang schon richtig schön mein Studio aufbauen, was ich jetzt einfach nicht kann. Weil, ne? So, und das ist eine wichtige Zeit eigentlich. Das Spiel dauert ja nicht ewig. Man muss wirklich sich teilweise auch ein bisschen beeilen und dranhalten. Und dieses Tutorial zieht sich einfach Ewigkeiten. Ich könnte jetzt schon hingehen und könnte hier mir schon meine ganzen anderen Facilities aufbauen. Die ganzen anderen Gebäude, die ich brauche, ne, um die Schauspieler zu verändern, deren Aussehen und Kleidung und so weiter. Das geht nicht. Ich muss warten. Das regt mich auf. So, den Film gucken wir uns gleich natürlich an. Wir werden auch selbst mal einen Film erstellen. Ja, okay. Das ist das hier, genau, die Shootings Schedule, der Shooting-Zeitplan. Okay. Ja, halt doch die Klappe, Frau. So. Halt doch die Klappe. Ach, guck mal, die haben ja doch ein Hintergrundbild. Schön.
This will help to keep the public interested in your movies. Okay. Toll. Wir sollen ein neues Set bauen. Sehr schön. Wild West Saloon. Ja, schöne Grüße übrigens hier an dieser Stelle. Auch wenn du nicht zuguckst, der Kork. Weil du hast noch nie ein Video von mir geguckt. Finde ich jetzt echt traurig. Aber ist halt so. Du hast mich doch nicht mal abonniert. Vielleicht weiß ich das auch gar nicht, weil ich kann das nicht sehen. Ich habe keine Ahnung wo. Auf jeden Fall weiß ich noch. Der Kork, wisst schon, das ist ein Kanal, den könnt ihr bei mir auf dem Kanal sehen. Also der ist verlinkt. Der hat nämlich hier diese Sachen von The Movies benutzt für seine Review. Für seine Western-Reviews von C64er-Spielen. Und vielleicht mache ich das ja auch irgendwann mal. Aber die Grafik ist so schlecht. Also ist schon nicht so die berauschende Grafik. Boah, warum kann man das nicht vernünftig positionieren? Das ist echt schrecklich. Das ist echt, echt abartig hier. Warum kann ich das nicht besser drehen? Jetzt muss ich mir echt Gedanken machen, wie ich das hier vernünftig hinsetze. So, das nimmt mir voll viel Platz da weg. Also egal, wir lassen das. Wir machen das so. Ja. Okay. Tipps. Und jetzt ist es ein Ratespiel, wo ich hier irgendwelche Hinweise finde. Da. Ja, ich kann den M-Key drücken. Ah, die M-Taste. Und kann in den Map-Mode. Das ist schön. Hätte ich mal eben wissen sollen. Hätte ich vernünftig meine erste Bühne da aufbauen können. Meinen ersten Set. Ja, super. Jetzt habe ich das viel zu weit oben gebaut. Ich wollte es in die Mitte setzen, aber egal. Naja. Schön, wenn man sowas dann mal später und zu spät erfährt. Das ist toll. Ja, Casting Office. Was willst du von mir? Nichts? Willst nichts von mir? Okay. Gut. Es läuft ja soweit ganz gut. Wir haben aber nur noch 97.000. Also... Aber das Spiel ist echt einfach. Ich habe jetzt auch irgendwie... Habe ich einen Schwierigkeitsgrad angegeben? Nee, habe ich nicht. Das ist auch toll. Ein Spiel in dieser Art, wo es keinen Schwierigkeitsgrad gibt, den man anwählt. Hätte ich ja damals wirklich stark bemängelt, so. Also das Spiel hat dafür wirklich Punktabzug verdient. Oder habe ich das angegeben? Ich glaube, ich muss mir das letzte vorherige Video nochmal angucken. Gut. Ich würde sagen, während das jetzt hier fertig sein wird gleich, drücke ich mal eben Escape, speichere das Spiel und wir sehen uns in einem weiteren Part wieder, wenn dann endlich der erste Film rauskommt, den wir uns dann natürlich angucken. Wir gucken uns alle Filme an, die ich mache. Wir werden auch in Zukunft mal einen Film selber machen. Und ich verabschiede mich mit einem Tschüss 2. Tschüss 1 hatte ich eben, ne? Wahrscheinlich. Und würde sagen, wir gucken dann, wie es im zweiten Teil hier weitergeht. Und abonnieren, kommentieren und bis bald. Genau. Macht's gut. Bis dann.